Willkommen zurück zum nächsten Wochenausblick für Trader, diesmal für Kalenderwoche 38. Bisschen spät dran, aber es gab natürlich auch Mega-Action übers Wochenende bzw. zu Wochenauftakt. Jeder hat es mitbekommen. Durch die Drohnenangriffe auf die saudischen Ölanlagen gab es natürlich im Energiesektor unglaubliche Bewegungen und das hat natürlich auch mich erstmal beschäftigt. Deshalb bin ich ein bisschen später dran, aber das Gute ist ganz frisch neues Allzeithoch gemacht gestern. In diesem Jahr jetzt bei 27,93% Performance in diesem Konto netto. Aktueller Kontostand ist 82.120. Ihr werdet gleich den Kontoauszug sehen vom Wochenende, den aktuellen werde ich dann beim nächsten Update reinpacken. 82.120 gestartet dieses Jahr mit 64.191, also da kam ganz ordentlich was dazu, aber soll natürlich noch weitergehen. Mal gucken, wie das in dieser Woche dann noch im weiteren Verlauf klappt. Kurzer Rückblick auf Kalenderwoche 37. Auch da ging es weiter nach oben. Das wird nicht ununterbrochen so weitergehen, ist doch klar. Das läuft jetzt seit Monaten wie an der Schnur gezogen. Da werden auch andere Phasen wieder kommen, wo es auch mal mehrere Wochen oder mehrere Monate einen Rücksetzer gibt, beziehungsweise auch mal seitwärts läuft. Also das muss immer ganz klar sein, dass solche Phasen eben nicht linear und dauerhaft durchzuhalten sind, dass man keine lineare Equity hinbekommt. Das muss klar sein. Aber dennoch, letzte Woche neues Allzeithoch. Lean Hogs hatte ich gehandelt. Da haben wir eine Situation gehabt, die sehr interessant war. Ich bin aufgrund des Forecasts, wir haben ja im RW Mentoring in der Ausbildung, haben wir allen Teilnehmern die ganzen Forecast-Modelle, die ich entwickelt habe, geschult und ausgehändigt. Und dieser Forecast hat eben angezeigt, dass wir innerhalb des 450-Tage-Zyklus, der ja abwärts gerichtet ist, jetzt vor einer Gegenreaktion stehen sollen. War natürlich ein bisschen Glück. Ich bin abends rein an dem einen Tag und am nächsten Tag hat der Markt schon Limit-up aufgemacht. Das heißt, ich habe quasi über Nacht 1200 Dollar gemacht, ohne dass ich irgendetwas machen musste. Oder 1250 Dollar. Also, das ist natürlich auch mal ein bisschen Glück, dass das so schnell läuft. Aber das Grundsetup war stimmig und von daher, das war der Trade, der mich in der letzten Woche am meisten vorangebracht hat. Im Euro-FX mache ich im Moment immer wieder das Gleiche. Das Konto wird in Euro geführt. Deshalb habe ich relativ risikoarme Trades, wenn ich bei Erholung des Euro, den Euro Short handle, weil das schreibt mir so ein bisschen den Kontostand fest. Funktioniert aber natürlich auch nur so lange, wie sich der Euro nicht nachhaltig und nicht drastisch nach oben bewegt. Wenn er das tun würde, ja, würde das natürlich mit der Kompensation nicht mehr so ganz laufen. Dann würde ich netto auch Geld verlieren. Deshalb, das ist eine Sache, die ich im Moment mache, die jetzt aber natürlich nichts von Dauer ist. Gucken wir auf die aktuelle Woche. Crude Oil natürlich auf der Watchlist. Da kommen die Lagerbestände am Mittwoch. Das wird auf jeden Fall spannend sein, weil es wurde ja schon gesagt, dass man die strategischen Reserven freigibt in den USA, um ja auch um den Preis jetzt nicht ins Unermessliche steigen zu lassen. Man darf gespannt sein. Ich kann mir vorstellen, dass es diese Woche umso volatiler zugeht nach den Daten. Im Moment läuft bei mir noch ein Spread-Trade, Heizöl Long gegen Benzin Short. Der liegt so ungefähr 1000 Dollar hinten gegenwärtig, schwankt immer mal, aber ja, ist im Moment noch nicht erfolgreich. Aber trotzdem, trotz dieser Position, neues Allzeithoch. Zucker auf der Long-Seite interessant, werden wir gleich drauf eingehen. Und Weizen auch grundsätzlich sehr interessant. Wir gucken auf die Events für diese Woche, Feiertage, haben wir hier keine. Und wir haben zwei Termine, beziehungsweise drei sogar. Der eine ist hier ein bisschen übermalt. Also Natural Gas Storage haben wir am Donnerstag um 16:30 Uhr und Highlight ist natürlich hier am Mittwoch WTI Storage Daten und abends das FOMC Announcement der Fed, die 2 Tage lang tagt. Das wird also auch spannend sein. Das heißt also eigentlich so der Mittwoch, der Tag, an dem es die hauptsächliche Bewegung geben dürfte. Ich habe es eben schon angesprochen, Zucker auf der Watchlist, habe ich jetzt auch eine Position
getradet in dieser Woche auf der Long-Seite, bin nach einem Schub rausgegangen und habe jetzt wieder ein Limit für den Rückkauf der Position in den Markt gelegt. Zucker hat natürlich auch profitiert von diesem Ölpreisanstieg, weil Zucker, aber auch Mais, das sind Märkte, die oder sind Rohstoffe, die bei der Produktion von Energierohstoffen auch eine Rolle spielen, bei Biokraftstoffen. Und da ist Zucker schon ein Markt, der auch sensibel reagiert auf das, was in den Energies passiert. Also sollte man auch immer auf dem Schirm haben, wenn es einen Sprung gibt im Ölpreis, einen heftigen, dann zieht das oftmals Zucker mit in diese Richtung. Losgelöst davon ist Zucker saisonal interessant. Wir stehen unmittelbar vor Start der Marketing-Season für die aktuelle Ernte in Indien. Das geht am 1. Oktober los, die Marketing-Saison. Und also wo die Ernte praktisch verkauft wird. Und ja, grundsätzlich wissen wir und sprechen immer wieder auch in den Ausbildungen darüber, tendenziell, wenn man es ganz, ganz grob unterteilen möchte, kann man sagen, hin zur Ernte gibt es eher niedrige Preise, also um den Erntetermin herum niedrige Preise. Und wenn wir hinter der Ernte sind, steigen die Preise. Und je weiter wir weg vom Erntetermin sind, desto höher sind die Preise. Das heißt also, Zucker, strategisch gesehen, handelt man aus strategischer Sicht zwischen Oktober und März auf der Long-Seite, um das ganz, ganz grob zu sagen. Natürlich wird es in jedem Jahr Varianzen geben und jetzt nur mit dieser Vorgehensweise alleine wird man mit Sicherheit kein zweiter Warren Buffett werden. Aber um eine grobe Unterteilung zu haben, ist es schon hilfreich, wenn man weiß, wann die Ernten sind, in welchen Regionen, wie wichtig die Regionen sind. All das besprechen wir ja im RW Mentoring. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass man das versteht und dass man dann so eine grobe Marschroute hat, aber natürlich dann in der Situation selbst abgleicht, wie das vonstatten geht und wie die Lage dann wirklich gerade konkret ist. Dann schauen wir auf den FDAX. Da bin ich jetzt auch wieder etwas fokussierter drauf. Der Markt läuft seit 4 Jahren seitwärts. Wir werden irgendwann in den nächsten Monaten einen Vola-Breakout bekommen, der dann auch eine nachhaltige Trendbewegung bringt. Bislang ist das nicht der Fall. Deshalb sind im Moment auch noch kurzfristige Trading Patterns das, was am ehesten zu handeln ist. Hier haben wir ein sehr, sehr schwaches, deshalb handle ich es auch nicht aktiv, aber wir haben ein sehr schwaches Huge Range Open. Heißt also eine Trading-Chance, bei der man im Bereich um 12.400 die Short-Position eingeht und auf 11.900 hier unten abzielt, ergibt sich aus dieser Impuls-Range hier. Ist aber kein klassisches Signal, weil die Range jetzt nicht ganz die Größe hat, die sie bräuchte. Von daher nutze ich es auch nicht, aber man kann oftmals sehen, dass wenn so ein Impuls gekommen ist, der Markt dann ein bisschen konsolidiert, fast wieder an die Eröffnung zurückkommt, so wie hier, und dann wieder abverkauft wird. Im FDAX passiert das seltener als in wirklich effizienten Märkten, aber das ist eine Möglichkeit, wie man den FDAX im Moment traden kann, losgelöst von den Vola-Breakout-Techniken, die wir ja hier auch an dieser Stelle schon besprochen haben in vorangegangenen Videos. Dann ganz spannender Markt, auch Baumwolle. Und zwar haben wir hier einen Drei-Jahres-Zyklus. Was hat es damit auf sich? Die meisten Zyklen, ich denke, viele Zuschauer jetzt werden Zyklen kritisch sehen, wenn sie ein bisschen erfahrener sind. Da habt ihr auch recht. Es malt sich schnell mal irgendwie so ein vermeintlicher Zyklus in so einen Chart rein. Wenn ich aber ein paar Jahre weiter zurückgehe oder ein paar Jahre mehr ins Land ziehen lasse, ist das einfach nur eine zufällige Begebenheit. Also man wird immer irgendwelche Muster finden. Es gibt aber ein paar Märkte, die wirklich starke und auch fundamental begründete Zyklen haben. Da zählt zum Beispiel Kaffee dazu mit einem also 4 bis 5 Jahreszyklus. Wir haben aber auch zum Beispiel Baumwolle mit einem Dreijahreszyklus. Und dieser Dreijahreszyklus, den erkläre ich ausführlich in der Ausbildung. An der Stelle sei nur so viel erwähnt. Baumwolle ist ein Markt, in dem in sehr, sehr vielen Ländern auch vorgeschrieben ist, dass das nicht monokulturell angebaut wird. Heißt also, die Baumwollfarmer müssen rotieren, die dürfen also nicht
sagen, okay, wir haben, ich sage es jetzt mal ganz einfach, wir haben 10 Ackerflächen, a 100 Hektar oder Gott weiß was, und wir hauen jetzt nur Baumwolle drauf. Das ginge nicht. Das kann ich nicht Jahr für Jahr machen. Nicht monokultureller Anbau. Monokulturell wäre eben genau das. Man baut immer nur jedes Jahr auf einen und denselben Acker Baumwolle an. Die müssen rotieren und alle 3 Jahre dürfen die auf dem gleichen Acker Baumwolle anbauen. Damit will man Ungeziefer vermeiden, Krankheiten für die Pflanzen und so weiter. Also das ist der Hintergrund und da rührt dieser Zyklus her. Und man sieht hier, grüne gestrichelte Linie ist, sind die Kaufzeitpunkte für mit einem Abstand von 3 Jahren. Sieht man hier und hier und hier und jetzt auch ganz frisch. Das ist eben der Aufhänger, warum wir jetzt auch über Baumwolle sprechen, weil hier ein frischer Zyklusabschnitt gestartet ist. Und diese roten senkrechten Linien markieren die Verkaufszeitpunkte mit einem Abstand von 3 Jahren. Das sind nicht immer die absoluten Hochs, aber hier war das toll, hier war das toll, hier war das auch toll. Das hier brachte eine Korrektur von einem halben Jahr. Aber ganz ehrlich, wir sind Trader. Also wenn eine Bewegung nur 3 Tage andauert, finde ich es berechtigt, wenn man sagt, okay, das ist Käse, das bringt nichts. Aber jetzt hier ein halbes Jahr. Klar ging das danach nochmal heftig nach oben, aber das interessiert mich ja dann nicht. Wichtig ist, selbst das hier, das war das schlechteste Signal von allen, brachte einen Profit. Von daher ist Baumwolle auch sehr interessant und ich habe dort verschiedene Orders im Markt und versuche auch da einzusteigen, weil wir auch ein hohes Maß an Spekulation auf der Short-Seite haben. Also ein spannender Markt. Und wir schauen noch auf den Spread T-Bond versus T-Notes. Da bin ich jetzt in dieser Woche ausgestiegen auf breiter Front. Habe noch kleine Positionen laufen, weil der natürlich nominal noch ein bisschen Luft hat, nämlich bis hier unten hin. Aber aus kurzfristiger technischer Sicht hat der T-Bond die Schwäche gehabt gegenüber den T-Notes, die zu erwarten war. Long würde ich den Spread jetzt nicht handeln aktuell. Aber Short-Position zu reduzieren, das war jetzt hier jüngst angesagt, das habe ich getan und warte auf einen Wiedereinstieg. Euch viel Erfolg in Kalenderwoche 38, da oben steht noch 37. Viel Erfolg, gute Trades und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.